Jetzt haben wir ja schon einiges gehört über Self-Directed Work. Ich habe mir zwei Schwerpunkte vorgenommen. Einmal Betriebsübernahmen, durch die versucht wurde und auch noch wird, so hoffen wir, Betriebe, die von der Schließung bedroht sind, in Selbstverwaltung zu übernehmen. Und zwar durch die ursprünglichen Belegschaften selbst, aber den Betrieb übernehmen kann ja auch sein, eine Genossenschaft gründen oder selbstverwaltete Strukturen zu gründen. Und dieser Strang hat eine lange Tradition. Für Betriebsübernahmen gehe ich noch mal ein bisschen in die 70er Jahre zurück. Da gab es das prominente Beispiel der Glashütte Süßmuth, an die sich manche noch erinnern. Ich glaube, an diesem Beispiel fokussiert sich einiges, was auch für andere Betriebsübernahmen gilt. Die gehörte bis 1970 dem Unternehmer und Künstler, was muss man sagen, denn das war auch mit einem Problem, dass er im dass auch unternehmerisches Versagen dazu geführt hat, dass die Hütte, die zuerst im Aufwärtstrend gewesen ist, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Und die Käufer für so ein bankrottes Unternehmen waren damals nicht da. Dann wollte er das zunächst schenken an die Belegschaft. Das hat da aber ein bisschen rausgezögert. Die sind dann von selbst aktiv geworden und haben einen beherzten Gewerkschaftssekretär, wie es in der Presse hieß, gefunden, der sich dafür eingesetzt hat. In der strukturschwachen Region wäre es eben auch schwer gewesen, einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Der Arbeitgeberverband natürlich boykottierte das Unternehmen. Die Gewerkschaften teilten keinesfalls vorbehaltlos die Begeisterung des zuständigen Sekretärs, aber die Belegschaft soll gejubelt haben, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen haben wir hier in unserem Betrieb beseitigt. Schließlich waren die 260 Beschäftigten dann ihre eigenen Arbeitgeber, Arbeitereigentümer, hat man damals gesagt, nicht ihre Direktoren. Träger der Selbstverwaltung wurde der Verein der Beschäftigten der Glashütte Süßmuth, dessen Ziel und Zweck die Verwirklichung der Selbstverwaltung in der Glashütte durch die beschäftigten Arbeiter und Angestellten war. Fast 20 Jahre hat das Mattel mit kleinen Modifizierungen gehalten. Dann wurde es, wie es hieß, wurde die privatwirtschaftliche Note wieder hergestellt. Zweifelsohne war die politische Situation 1970, als die Betriebsübernahme erfolgreich war, eine andere als 1989. Nämlich in einer Umwelt, die die Notwendigkeit, Unternehmen nach den Grundsätzen kapitalistischer Wirtschaft auszurichten, kaum mehr in Frage stellt, wie das zumindest in Ansätzen 1970 der Fall war, konnte dann auch nicht mit breitem Widerstand der Beschäftigten gegen die Rekapitalisierung rechnen. Die Diffamierung im Blick auf die Genossenschaftshütte, die den Träumen bolschewistischer Westlandreiter entsprungen sei, war nicht nur in der bürgerlichen Presse zahlreich. Hinzu kamen die ökonomischen Probleme. Allerdings konnte auch die Rekapitalisierung der Glashütte nicht die Arbeitsplätze retten. 1996 wurde sie dann endgültig stillgelegt. Der Beweis, dass Betriebsübernahmen nicht funktionieren können, wurde damit nicht erbracht. Immer wieder gab es Versuche, zum Beispiel 1983 die Voigtwerke AN Maschinenbau in Bremen, das 2007 zu Siemens Wind Power geworden ist. AN ist ein Beispiel dafür, dass Betriebsübernahmen mit einer Konversion der Produkte einhergehen können. Das wichtigste Beispiel für Produktkonversion kann unter dem Stichwort Produkte für das Leben statt Waffen für den Tod immer noch und immer wieder aktuell zusammengefasst werden. Der 1976 durch Mike Cooley vorgestellte Lucas-Plan sah vor, statt der Produktion von Waffen bei Lucas sozial nützliche Güter,
die nicht etwa durch ihn alleine, sondern durch die Beschäftigten selbst, die er dazu ermuntert hat, entwickelt worden sind. Das waren gut ausgetüftelte Konzepte, die in der Zwischenzeit umgesetzt sind, damals aber keine Lobby hatten. Dazu gehörten Solarheizungssysteme, künstliche Nieren und ein Straßenschienenbus. So sollten also nicht nur die Arbeitsplätze gerettet werden, die sukzessive abgebaut worden sind in dem Betrieb, sondern die Produktion sollte umgestellt werden, sodass die Motivation und das Wissen der Mitarbeiter genutzt wurde, um sinnvolle, nützliche Produkte herzustellen. Die Vorschläge wurden von der Konzernleitung nicht angenommen und 1991 wurde dann Mike Kuhle entlassen. Die Botschaft für die Ablehnung des Planes, der nicht nur durch die Friedensbewegung, sondern auch durch die Labour Party, weniger durch die Gewerkschaften unterstützt wurde, war eindeutig. Das Kommando in dem Konzern hat die Konzernleitung und sonst kann niemand solche Vorschläge machen. Dass die Gewerkschaften und mit ihnen die Labour-Führung das Projekt fallen ließen, hat mehrere Ursachen. Unter anderem, dass die Spitze der Technikergewerkschaft TASS dem basisdemokratischen Ansatz der Lukas-Arbeiterinnen höchst skeptisch gegenüberstand. Ihre Initiative entsprach nun mal gar nicht dem demokratischen Zentralismus, den viele Linke in der Gewerkschaft damals pflegten. Die Lukas-Initiative passte auch nicht zum Ökonomismus, der in vielen Gewerkschaften verbreitet ist. Viele hängen immer noch der Idee an, dass der Lohn alles wettmacht, wenn er nur hoch genug ist, sagte Mike Cooley. Mit dem Ansatz der sinnvollen Arbeit, die nicht zerstörerisch ist, sondern den Menschen dient, im Gegensatz zur vorherigen Waffenproduktion, konnten die Trade Unions damals wenig anfangen. In jüngster Zeit war es das Streikbike, das habt ihr alle mitgekriegt, kann ich ganz kurz machen, einer Fahrradfabrik, die 1989 den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft nicht geschafft hat und 2007 von der Belegschaft besetzt und anschließend in Selbstverwaltung übernommen worden ist. Großes Interesse wurde dem Betrieb von der Öffentlichkeit und den Medien entgegengebracht, als die ArbeiterInnen in dem eigentlich bereits geschlossenen Betrieb in Eigenregie die Produktion von Fahrrädern wieder aufnahmen und die knallroten Streikbikes produzierten. Das Verhältnis zu den Gewerkschaften war auch hier ambivalent. Der Plan, eine Genossenschaft mit Einlagen der Mitarbeiter zu gründen, scheiterte am Geld. Die Thüringer Landesregierung zeigte kein Interesse. Sie sah keine Möglichkeit, auf unternehmerische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Nach der Öffnung des Insolvenzverfahrens verließen die Beschäftigten dann freiwillig den Betrieb. Einige gründeten eine Streikbike GmbH und produzierten in dem verlassenen Gelände. 2011 mussten die wenigen letzten Gesellschafter dann auch Insolvenz anmelden. Noch ungewiss ist der Ausgang der geplanten Übernahme des Ökotextilversandhandels Hess Natur, wo viele von uns wahrscheinlich auch Genossenschaftsanteile gezeichnet haben. Sollte die Belegschaftsinitiative erfolgreich sein, kann dies auch für andere ähnliche Initiativen Mut machen und ebenso könnte die Unternehmensform Genossenschaft, die dadurch auch wieder in die Presse gekommen ist, an neuer Attraktivität gewinnen. Durch die Unterstützungsarbeit von einer breit getragenen Initiative, und das sehe ich vorbildhaft, besteht durchaus Aussicht. Bei so vielen Niederlagen stellt sich die Frage, ob es denn überhaupt möglich ist, befreite Inseln im Kapitalismus zu schaffen. Nicht nur im Blick auf die gravierenden ökonomischen und sozialen Probleme, die die weltweite Wirtschaft und Finanzkrise mit sich bringt, wird Umdenken nötig. Betriebsübernahmen können eine reale Chance darstellen, nicht nur das Interesse der Arbeitenden an sicheren Arbeitsplätzen zu befriedigen, sondern darüber hinaus Möglichkeiten für sinnvolle Arbeit
unter weniger entfremdeten Arbeitsbedingungen und für die Herstellung nützlicher Produkte schaffen. Wesentliche Effekte bei den andiskutierten Projekten waren Politisierungseffekte. Meist handelte es sich um betriebspolitisch kaum aktive Belegschaften, die auch gar nicht gelernt haben, ihre Kompetenzen einzusetzen, um für sich selbst zu wirtschaften. Aber sie konnten innerhalb von kürzester Zeit solidarisieren und sich gegenseitig mobilisieren. Sie machten die Erfahrung, dass man erfolgreich eigenständig handeln kann und dass man auch ohne Chefs und Hierarchien gut arbeiten kann. Und wer sowas 20 Jahre erlebt hat, dem kann man einfach nicht weismachen, das geht nicht. Wichtige Voraussetzung für das Gelingen solcher Vorhaben ist vor allem die Unterstützung der zuständigen Gewerkschaften, wie das bei der Glashütte Süssmuth zumindest am Anfang der Fall war. Und Herstellen einer breiten Öffentlichkeit, wie es bei Hess Natur gerade passiert. Wichtig wären vor allem Versuche von Betriebsübernahmen von Betrieben, die nicht in den roten Zahlen stehen, also wo sich die Arbeiter mobilisieren, weil sie ihre Betriebe übernehmen werden. Die Glorifizierung von Produktivgenossenschaften als Gegenferment gegen Erwerbslosigkeit und Alternativen des Ab- und Umbaus des Sozialstaats sehe ich kritisch, obwohl die Übergänge fließend sind. Das heißt nicht, dass die Förderung von kollektiven Zusammenschlüssen innerhalb einer aktiven Regional- und Strukturpolitik sinnvoller sein kann als die Förderung von Ich-AGs und selbst GmbHs, durch die nicht nur viele Individuen überfordert sind, sondern durch die sie auch in höchst prekäre Arbeitsformen kommen. In Finnland habe ich gerade ein Modell gefunden, wo solche Initiativen auch durch EU-Gelder mitfinanziert werden. Die Frage stellt sich also immer wieder neu, gibt es ein richtiges Leben im Falschen, wie es Herr Adorno gestellt hat, und sie wird unterschiedlich beantwortet. Kann es nicht richtiger sein, den Versuch, Betriebe zu übernehmen, zu besetzen oder selbst zu gründen, gar nicht erst anzugehen, oder sind Versuche vielleicht doch hilfreich? Das sieht auch Adorno so. Auch wenn er in Minima Moralia, einem zwischen 1944 und 1947 im kalifornischen Exil entstandenen Buch, schreibt, es gibt kein Richtiges im Falschen, so meint er keinesfalls, dass es gleichgültig sei, wie man das Leben und die Arbeit gestaltet. Er plädiert nicht für Resignation und Nichtstun, sondern das Ganze, solange das ganze Leben nicht verändert wird. Wenn es schon kein richtiges Leben im Falschen geben kann, so gibt es doch immerhin ein stellvertretendes, eine Gegengesellschaft. Er fragt sich, ob es nicht möglich sei, durch frei assoziierte Individuen eine Gegenvergesellschaftung und damit Modelle eines richtigen Lebens zu erstellen, wie es vor dem Ersten Weltkrieg auch schon Anarchisten wie Landauer zum Beispiel getan hatten. Dort müsse man so leben in dieser Gegengesellschaft, wie man dem eigenen Erfahrungsbereich nach sich vorstellen könnte, dass das Leben von befreiten, friedlichen und miteinander solidarischen Menschen beschaffen sein müsste. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass die Spielräume für derartiges Agieren unter verschärften Krisendruck deutlich verringern. Daher gilt weiterhin keine Emanzipation ohne die der Gesellschaft. Das schließt aber nicht aus, Fenster in eine andere Welt innerhalb des kapitalistischen Systems im Hier und Jetzt zu öffnen und ihre Anschauungen in neue Kreise zu tragen, wo sie sich fruchtbar auswirken können.
Dass das Experimentieren mit real-utopischen Inseln im Hier und Jetzt möglich ist, beweisen Projekte der alternativen Ökonomie, wie sie in den 60ern, 70er und nochmal neu durch die Hausbesetzungsbewegungen in den 80er Jahren reihenweise gegründet worden sind. Sie entstanden im engen Zusammenhang mit der StudentInnenökologie und Frauenbewegung als Gemeinschaftsprojekte, die den politischen Anspruch verfolgen, demokratische, möglichst selbstbestimmte Betriebsorganisationen zu schaffen, sowie humane Arbeitsprozesse und eine ökologisch verträgliche und gesellschaftsnützliche Produktion zu ermöglichen. Alternative Lebens- und Arbeitsprojekte, selbstverwaltete Betriebe, Genossenschaften, Betriebsübernahmen und Kommunen gehören dazu. Neben dem hauptsächlichen Motiv der selbstverwalteten Betriebsgründung und der Kritik an den kapitalistischen Produktionsverhältnissen unterscheidet Waldemar Schindowski 5 weitere Motive, die in den 70er Jahren zur Entstehung von Betriebsgründungen in Arbeitnehmerhand geführt haben. Das war einmal der Wunsch nach der Aufhebung der Trennung zwischen Privatleben und Arbeit, dann die fehlenden Berufsperspektiven, vor allem bei den Akademikern. Wir hatten damals die Zeit der Berufsverbote und die Erwerbslosigkeit fing auch schon an. Das Scheitern der Betriebsintervention linker Gruppen, die versuchten, in den kapitalistischen Unternehmen zu wirken, die Diskussion um den ökologischen Umgang mit der Umwelt und last not least auch das selbstbewusste Auftreten der Frauenbewegung. Es entstanden zahlreiche Frauenbetriebe, Frauenprojekte, Zeitschriften, wo ich selbst auch gearbeitet habe, etc. Auf die Motive kann ich jetzt im Einzelnen nicht näher eingehen. Jedenfalls gaben sie an vielen Orten den Impuls, aus der Wohlstandsgesellschaft auszusteigen und mit autarken Wohn- und Arbeitskollektiven alternative Lebenskonzepte gleichberechtigter Mitglieder zu realisieren, die neue Formen des Zusammenlebens und Arbeitens kreiert hat. Bewusst oder unbewusst haben sie auch an den alten anarchistischen und sozialistischen Theorien, wie zum Beispiel Gustav Landauers Utopie der Tat, angesetzt. Und trotz immer wiederkehrender Zweifel daran, ob es möglich war, autonomische, utopische Inseln innerhalb des Bestehens oder am Rande des patriarchalen Kapitalismus aufzubauen, zeigten sie im Hier und Jetzt, dass eine andere Welt möglich ist. Einige verloren dabei das Ziel der grundlegenden Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse aus den Augen. Andere hatten das Ziel von vornherein nicht. Immer wieder wurde in der Vorwurf der Selbstausbeutung gemacht, weil die Entlohnung in den Betrieben niedrig war, die Arbeitszeiten länger als woanders und die soziale Absicherung mangelhaft. Schaut man sich heute die prekären Arbeitsverhältnisse in der kapitalistischen Wirtschaft an, so sind sie dort weit verbreitet. Es ist schon bezeichnet, dass die Selbstausbeutung in alternativen Betrieben ganz offensichtlich immer kritischer gesehen wird als die Fremdausbeutung in der kapitalistischen Wirtschaft. Wer von Selbstausbeutung spricht, muss auch von Fremdausbeutung sprechen. Aus feministischer Sicht ist es vielleicht noch wichtig, dass in einer ganzen Anzahl von Projekten die Abspaltung von Arbeit und anderen Lebensbereichen sehr kritisch gesehen wird. Das heißt, die gesamte reproduktive Arbeit zählt ebenso selbstverständlich als Arbeit wie die Produktionsarbeit. Sie wird nicht isoliert geleistet, abgewertet und in den Privatbereich abgeschoben. Nach wie vor gilt, dass die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung, durch die Frauen ganz bekanntlich ganz besonders ausbeutbar sind, nur aufgebrochen werden kann, indem das Private auch als politisch betrachtet wird. Eine solche Betrachtungsweise auf die ganze gesellschaftlich notwendige und nützliche Arbeit habe ich bis jetzt nur in der Alternativwirtschaft gefunden. Konkrete Modelle aus dem Bereich der alternativen Wirtschaft wären ohnehin
danach zu befragen, inwieweit sie den Kriterien einer feministischen Politik genügen. Das hieße, dass alle Menschen grundsätzlich ebenbürtig an politischen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Angelegenheiten teilhaben können. Freilich wird auch immer wieder versucht, die Kritik am Kapitalismus auch in den Kapitalismus zu integrieren. Die Zweiflerinnen sehen das normale Unternehmen nach den Konzepten der alternativen Schienen, die ihnen mehr Motivation und Arbeitszufriedenheit versprechen, auch wenn sie ihnen keine Aufstiegschancen versprechen. Auch fühlen sie sich durch die Entwicklung, dass in den 80er Jahren durch den Druck der ökonomischen Krisen in manchen alternativökonomischen Betrieben eine Reintegration der gesellschaftlichen Leistungsnormen und Reetablierung von Hierarchien stattgefunden hat, darin bestätigt, dass die Alternativbewegung für das Kapital stets auch produktiv gewesen sei, weil sie rebellische Elemente aus den Fabriken und von der Straße geholt und sie mit dem Aufbau eines Ghettos oder halt von Inseln im Kapitalismus beschäftigt habe. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Diese Kritik kann aber nicht verallgemeinert werden. Die meisten der langjährig bestehenden Betriebe und Projekte sehen die beschriebenen Gefahren und sie wollen trotz aller Schwierigkeiten nicht zurück in traditionelle Betriebs- und Entscheidungsstrukturen. Ich habe Menschen kennengelernt, die nie in der traditionellen Wirtschaft gearbeitet haben, weil sie schon als Lehrling im Alternativbetrieb gelernt haben und auch die traditionelle Wirtschaftsstrukturen gar nicht kennenlernen wollten. Sie begreifen sich nach wie vor als Professorium gegen kulturelle Lebensformen, weil sie auch zeigen wollen, dass es möglich ist, sich der kapitalistischen Leistungsgesellschaft zumindest teilweise zu verweigern. Freilich erwies sich die Idee vom autonomen Projekt als herrschaftsfreiem Raum quasi im extraterritorialen Verhältnis zum kapitalistischen Patriarchat stehen als überaus problematisch. Nicht selten sprengten auch subtile Machtkämpfe die kollektive und innovative Potenziale und Kreativität wurden beschnitten. Karl-Heinz Roth hat schon Anfang der 70er Jahre vom alternativen Geschäftsführer gesprochen, der eine andere Form von Funktionshierarchie verkörpert hat. Hohe politische Ansprüche an Egalität und Verzicht auf materielle Güter führten aber auch oft dazu, dass viele Projekte entstanden und auch wieder verschwanden. Es wäre auch dringend notwendig, mal aufzuarbeiten, warum Projekte gescheitert sind. Wir haben also viele empirische Beweise noch da und die ZeitzeugInnen von den gescheiterten Projekten sind auch noch da. Einige Initiativen verloren sich auch in der Subkultur, andere haben sich im Laufe der Zeit aus dem subkulturellen Ghetto herausgetastet und den Marktmechanismen sowie dem Trend zum Einzelunternehmertum angepasst. Wieder andere wirken mit dem Selbstverständnis von Kollektiven, von gleichberechtigten Mitgliedern bis heute. Wenn ich wollte, könnte ich in Kreuzberg fast ausschließlich in Alternativbetrieben immer noch einkaufen. Diese bestehenden Betriebe haben Fenster in eine herrschaftsfreie Welt aufgetan, in eine Gesellschaft, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist, will Karl Marx das nennen. Sie setzen auf die Kraft des Experiments und des Vorlebens. Sie sind der Überzeugung, dass es notwendig ist, Macht, Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt in unserer Gesellschaft grundsätzlich in Frage zu stellen, anstatt zu glauben, sie für die eigenen Zwecke nutzbar und gestaltbar einsetzen zu können. An ihrer Existenz kann beispielhaft aufgezeigt werden, dass Möglichkeiten einer anderen, demokratischeren und ebenbürtigen Lebens- und Arbeitswelt nicht nur in den Köpfen und Büchern von Menschen zu finden sind, die sich theoretisch damit auseinandersetzen, so wie wir das tun, sondern dass sie in Ansätzen auch hier und heute lebbar sind.
Und das, obwohl heute utopisches Denken nicht gerade hoch im Kurs steht. Ein bekannter Politiker hat ja gesagt, wer Utopien heute noch hat, der muss zum Arzt gehen. Und Visionen stehen eben unter dem Vertikt konkreter Machbarkeit. Dankeschön.